Hallöchen, willkommen zurück zu Let's Play Together Star Wars The Old Republic. Hi. Hallo. Hey-ho. Wir schnetzeln uns hier gerade durch republikanische Dummies. Auf der Aurora, hier hat nämlich gerade Zeliana endlich mal Terrorblatt verprügeln dürfen. Aber noch immer hängt das Schiff im Faktorstrahl fest. Und Zeliana wird von dem Jedi gejagt. Beides nicht so geil. Ach, kann schon ja, und sein. Wir jagen den Jedi, also... Hat ja auch einen Auftrag hier. Ja genau, der Einzige, der hier noch aus der Tür rausgekommen hat, Tür rausgekommen ist, der ist jetzt gewesen. Okay, links rum, sagt Karte. Ich habe noch ein paar Eds gefunden. Irre. Endlich was zu tun. Im Ernst, wir sollten hier einen Kill-Counter mit laufen lassen. Bloodiest Movie ever. Irgendjemand hatte doch, glaube ich, mal die Herr-der-Ringe-Filme analysiert und durchgezählt, wie viele Tode tatsächlich onscreen stattfanden. Das kann nicht mehr. Waren ein paar hundert, glaube ich. Im zweiten Teil und im dritten Tausende, da wegen der Szene am Ende, wo die ganzen Orks so zufälligerweise in den Canyon reingeplumpst sind. Die sind selber gestolpert. Vorbereitung für die nächste Schlacht, Bananenschalen auslegen. Boah, selbst hier sind noch Mengen von den Dingern. Vielleicht auch nicht den ganzen Raum auf einmal pullen. Wunderwirken ja, kann ich nicht. Ich kümmere mich gerade erstmal um den ganzen Kleinkram hier. Okay, kratzt bitte jemand unseren Inqui auf. Dann ist, glaube ich, die Batterie ausgelaufen. Der immer blitzt. Da muss doch irgendwas kaputt sein. Vielleicht ist der schuld, dass bei mir die Sicherung rausgesprungen ist. Aha. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Das muss doch kleben. Das ist Strom und Wasser. Da haben wir's, da haben wir's. Ich wusste schon immer, dass meine Eltern mich nicht lieben. Mein Badespielzeug war ein Toaster. Hattest wenigstens Badespielzeug. Ich musste mit meinem Bruder baden. Boah. Den kann man aber auch schön unter Wasser drücken. Das durfte ich nie. Ah, was nicht dürfen und einen abhalten ist eine andere Sache. Ich glaube, wenn man das heutzutage bei ihm versuchen würde, hat man gebrochen einen Arm. Doch damit ist nun Schluss. Ich gebe euch die Möglichkeit, eure Waffen niederzulegen und euch zu ergeben. Ja, good luck. Ist euch das schon mal gelungen? Manche Leute haben Verstand, andere müssen unterworfen werden. Ihr werdet eure Waffen fallen lassen und euch mir ergeben. Nein, das werde ich nicht. Meister? Still, Padawan. Ich kümmere mich darum. Dieser Kopfgeldjäger hat einen viel stärkeren Willen als der andere. Hört mir zu. Ich weiß, dass die Mandalorianer mich tot sehen wollen. Aber die Schlacht von Coruscant ist schon Jahre her. Rache nützt niemandem. Ich flehe euch an, euer Leben nicht wegzuwerfen. Gebt diese Jagd auf.
Ihr habt euren Kodex, ich habe meinen. Brich niemals einen Vertrag. Tendis, dein Lichtschwert. Das ist ein bisschen, tut sie mir jetzt leid. Sie muss leiden, weil er so schwer ist. Ist das nicht immer so bei den Jedi? Ich bin im Rückschatten, die ganze Zeit. Die Jedi-Gegner im Spiel, die haben immer richtig einen an der Mütze. Bei den Sith, da erwartest du das ja, aber die Jedi, das sind meistens welche, die dir dann einen erzählen, so, ich werde dich umbringen, Lasyls und so überheblich sind. Weiß ich nicht. Ja, vor allem der, hinter dem ich her bin. Ne, die Jedi sind nicht Jedi-like. Meister, das ist unmöglich. Wir müssen Meister, heute den Orden säubern. Worauf wartet ihr, Kopfgeldjäger? Tötet mich, wie ihr meinen Meister getötet habt. Nur zu! Ich will nichts von euch. Sucht euch eine Rettungskapsel. Niemand hat euch dafür bezahlt, mich zu töten, also habt ihr kein Interesse. Ist es das? Wir werden uns wiedersehen, Kopfgeldjäger. Das schwöre ich. Ich bin froh, dass ihr sie habt gehen lassen. Ihr habt das Richtige getan. Darf überleben und heult rum, ey. Was ist los? Es gab keinen Grund, sie zu töten. Das ist ein sehr gutes Argument. Der Kreuzer kann auf der Brücke für einen Hyperraumsprung vorbereitet werden. Es wäre auch nicht schlecht, wenn wir den Traktorstrahl abstellen. Danach würde ich die Kontrollkonsole zerstören. Nur damit niemand die Einstellungen rückgängig machen kann. Und dann rennen wir. Ghost Marco ist ganz gruselig. Ja. Ghost in the Machine. Who you gonna call? Du musst sie ja nicht gleich einfangen. Kriegst du es alleine hin, Patrick? Ja, ich muss ja noch abhauen. Es brennt, ja. Ich find's schön, wie du am Ende nochmal mit dem Flammenwerfer draut haust. Oh, nee. Renn einfach ein bisschen die Phase raus, ey. Ich glaube, wir müssen zwischendurch den Fahrstuhl benutzen, das funktioniert nicht. Kill it with fire. Noch mal die Optionen ein bisschen runterdrehen. Warum bin ich noch im Kampf? Sind das die da vorne oder steckt hier irgendwo einer fest? Ah, steckt einer fest. Hier in der Kiste. Oder was? Laut Minimap? Na klar. Nehmen wir diesen. Ah. Okay. Ja, macht ihr schon mal. So, noch ein bisschen Effektlautstärke runtergedreht. Hallo? Dieses Phänomen mit den zugehenden Fahrstuhltüren, das hatte ich jetzt auch. Zum Glück ist ja, bei mir aber alles aus Metall. Ich musste gerade die Tür selber manuell aufmachen, nachdem sie hinter dir wieder zugeschnappt ist. Ja, super. Oh Mann. Wow, Achtung! Okay, das fand ich gerade ziemlich cool. Wo geht's hin? Runter, im Zweifel. Moment. Man überlebt's. Ja, das hätte ich dir vorher sagen können. Ich kann den Alarm nicht mehr hören. Da musst du ihn wieder lauter drehen. Ich sehe, du lernst von mir. Eigentlich eher von meinem Bruder.
geht die Tür zu in dem Moment, wo ich so vorbeilaufe, ey. Aha. Hier ist ruhig. So, jetzt landet, glaube ich, wieder jeder auf seinem Schiff. Ja, mit Sicherheit. Dann schlage ich vor, ich sacke euch auf der Flotte ein. Großartig. So sacke er uns denn. Ich ziehe da mal den Flottenpass. Ich musste gerade ernsthaft einen Moment überlegen, wo bei den Imps doch gleich die Flotte war. So, Hangar müsste dann jetzt gleich offen sein. Ich fasse es nochmal kurz für euch zusammen, wie jetzt bei mir der aktuelle Stand ist. Jacer Wilson, die Padawanöse, hinter der wir ja her sind, hat sich jetzt bei uns gemeldet, hat uns antelefoniert und gesagt, dass sie weiß, was wir tun. Und sie will jetzt sozusagen für Frieden sorgen zwischen uns, weil es ist ja eigentlich gar kein Konflikt zwischen uns, sondern zwischen unseren Meistern, und hat uns jetzt zur Aurora eingeladen. Allerdings haben wir schon sehr passend angemerkt, dass wir kein Interesse daran haben, sie nicht zu töten. War die Aurora nicht das, wo wir gerade herkommen? Pardon, nein, nicht, ja, nicht ja, Aurora. Ja, da müssen wir nochmal durch. Okay, nee, Jacers Schiff heißt es einfach nur. Und das hat das Bild von diesen wunderschönen Jedi-Raumschiffen. Die Fury! Die Fury ist toll. Und ich rede... Kannst du mir ganz kurz erklären... Achso, du bist jetzt schon im Ladebildschirm, wa? Hm? Die Fury hat über der Treppe so eine Tür hier hinten raus. Also sozusagen über gegenüber, der Treppe. Gegenüber der Eingangstür. Das ist die geheime Ladeluke. Über der Rampe. Da hat Nuala ihre Eiscreme-Vorräte, damit die vom Brunnenmarkt nicht weggehauen werden. Ah, okay. Ich weiß nee, nicht, ob das hier Ahnung, oben irgendwie die, die... Es kann sein, dass das irgendwie hier hinten ein Dock ist oder sowas, also die, quasi die Luftschleuse, falls man irgendwo andocken muss. Vielleicht ist da auch der Sanitärbereich untergebracht, der auf allen Schiffen fehlt. Du darfst ja nie Pipi müssen und du kannst auch nie duschen. Gibt keine Refreshers. Ich sag doch, dafür ist die Luftschleuse da. Strieselst einfach dahin, wird einmal geöffnet und so spült man halt. Nur aufpassen, dass gerade keiner drin steht. Ja, nee, doch, das sieht wirklich aus, als wäre das hier hinten irgendwie eine Luftschleuse. Ich habe immer gedacht, das ist ein Antrieb mit. Da so in der Mitte. So, wer fehlt noch? Es fehlt noch Ciliana. Ich habe ja noch Gespräche gehabt. Ach so, ja, dann erzähl mal. Ja, die hat mir jetzt erstmal, weil hier die Marco hat nur ein bisschen gequatscht erstmal. Hier wegen Danke und du bist ein Held und so weiter. Nichts, was ich nicht wusste, aber... Man kennt das ja. Der übliche Kram. Aber, ja gut, die hat mich jetzt nur mal ein bisschen angequatscht und jetzt soll ich halt mal drum und Cast fliegen erstmal. Okay. Aber wahrscheinlich gibt es dann nochmal ein Gespräch irgendwo im Intercom oder sowas, habe ich jetzt noch nicht angeklickt. Ja, ne, genau, dieser Terror Blood und präziser der Typ, den wir da schon vorher auf Nashadar umgeboxt gesehen haben, die hatten halt den Mentor von Marco und Ciliana getötet, so beim Intro auf Hutter. Das hatten wir halt leider im Let's Play noch nicht drin. Ich finde es übrigens auch sehr cool, mir ist erst später aufgefallen, dass Brayden einer von den Charakteren ist, die mit in den Comics vorkommen. Der, ich weiß gar nicht, welcher von denen das war. In diesen Kurzcomics, erste, ne? Der, ja, der erste, der rauskam. Da, wo seid ihr jetzt alle? Flotte und dann Hangar vom Krieger. Im Nordosten müsste das sein, ja. Been on the way. Ja, wunderbar. Genau. Ja, ist egal, welchen Hangar ich da rausgehe. Ah, bist du per Flottenpass gekommen? Ich dachte, du kommst von dem Schiff aus, deswegen war ich etwas verwirrt. Da ist er ja. Okay, das Moped hat ja mal einen richtig geilen Sound, wenn man an einem vorbeifährt. Wenn du an dir vorbeifährst? Ja, ganz genau.
Miau. Also quasi wie ein rekursiver Doppler-Effekt, weißt du? Irre. Man kann deine Bank nicht benutzen. Jetzt müsste es, glaube ich, gehen. Ich kann mich da nicht hinsetzen. Also die Bank zum Sitzen. Ach so, ich dachte, du meinst mein Schließfach. So, wo müssen wir denn an deinem jetzt Schließfach? Hin? Hallo, ich arbeite fürs Imperium. Ich habe unbegrenzte Mittel. Und dann gehst du ins Casino. Ich hatte da was mit den Hunden zu klären. Hast du den Text nicht gelesen auf Facebook? Ich bin da die Gangsterbraut schlechthin. So, deswegen habe ich mich doch so adäquat gekleidet hier. Untersuche Jessas Schiff. Na dann, jetzt aber raus hier. Jetzt aber raus hier. Jetzt aber raus hier. Ach du Scheiße, Wett ist ja wirklich nackig. Das arme Ding. So schicke ich sie putzen. Ich habe ja, ich spiele ja keine Raids mehr, dadurch habe ich kein Einkommen. Das heißt, ich muss sie halt immer auf Nashadar absetzen, du weißt. Oh Mann. Max ist neulich mal wieder eingeloggt. Hat geguckt, ach, ich habe 27 Millionen, hat die Hälfte erstmal für Schnickschnack ausgegeben. Okay. Frage, warum sieht die Defender hier komplett anders aus als die von richtigen Jedi? Was soll Padawan. Das? Ja, die Jaser ist halt ein Snob. Sieh da, anscheinend müssen wir Nomen Kadoch danken. Der Sith ist gekommen. Ergebt euch, Sith. Die Padawan-Schülerin, die ihr sucht, ist nicht hier. Meister Kar hat ihren Plan erkannt und sie davon abgebracht. Das ist nicht euer Tag. Ihr habt eine einfache Padawan-Schülerin erwartet, die ihr besiegen könnt. Und jetzt sind wir hier. Macht euch keine Sorgen. Ich liebe es, Leute wie euch zu erledigen. Dann haben wir etwas gemeinsam. Ich bin Uldin und das ist Sylix. Wir sind vollständig ausgebildete Jedi-Ritter und ihr habt keine Chance gegen uns. Ihr solltet euch ergeben. Auch wenn wir noch nie einen Sith getroffen haben, der dies getan hätte. Ihr alle seid so versessen darauf, uns zu töten. Gebt auf und ich erlöse euch schnell. Siehst du, genau wie die anderen. Anscheinend hast du recht, Sylix. Mach dich bereit zum Kampf. Nomen Kar sagte, dass dieser Sith besonders brutal ist. Bereitet euch gut vor. Ich will eine Herausforderung. Seid vorsichtig mit dem, was ihr wünscht. Ja, genau. Also, Pazifismus und Jedi. Ja, was ich eben sagte. Komm zu Papa. Geh weg von Papa. Sylix ist besiegt. Es ist wohl vergeblich, gegen euch zu kämpfen. Ihr habt gewonnen, Sith. Tötet mich, wenn ihr müsst. Dem tut immer die Rippe weh. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich habe keine Wahl. Aknox. Möge die Macht mich aufnehmen. Nee, das wäre in dem Fall eher die X-Tory. So, benutze das Holoterminal deines Schiffs. Wir landen dann jetzt jeweils auf den eigenen Schiffen und dann werden wir wohl im Anschluss das heißt Einfluss. nach runterfließen. Nach fließen, was denn? Ist ja auch warm. Ich habe 30,5 Grad. Ja, Dito. Das macht keinen Spaß. Ich glaube, nach der Folge werde ich mir dann auch erstmal noch ein Schüsselchen Chili con Carne genehmigen, was ja so richtig perfekt ist bei dem Mechanismus. Ja, genau. Ja, das kühlt ungemein. Du Wohin? Weißt, ich krieg bald Besuch, ne? Ab 6 taucht er auf. Ich glaube, Rutter ist als nächstes dran, ne? Du kontaktierst mich dann genau zur richtigen Zeit. Dann mach ich auch direkt hier mein Gespräch, weil ist ja auch noch Rutter. Ich wollte dir gerade Neuigkeiten berichten. Erzählt mir davon. Ich bin froh, berichten zu können, dass deine Taten erfolgreich waren. Ich habe eine Übertragung von Nomen K. empfangen. Er fordert mich heraus, wenn man es so will. Auf Leben und Tod.
Unser Gegner ist verzweifelt. Ich bin sicher, dass sie ihn besiegt, Meister. Oh, ich habe nicht vor, ihn zu treffen. K versteht nicht. Unser persönlicher Konflikt ist für mich unwichtig. Er erwartet, dass ich die Gelegenheit ergreife, ihn niederzustrecken. Auf dich ist er nicht vorbereitet. Möchtet ihr euren Erzfeind nicht selbst besiegen? Norman K. ist nur ein Werkzeug, das mir zu Höherem verhilft. Das Duell findet auf Hutter statt, an dem Ort von Norman K.'s Verrat vor langer Zeit. Ein passender Ort für sein Ende. Besiege ihn, aber töte ihn nicht. Sein Leid wird auch seinen Padawan erfassen. Er wird der Köder sein, der sie zu dir bringt. Das klingt nach einem Plan. Ich spüre, dass Jessa Wilsam kurz davor steht, aufzugeben. Und K.'s verzweifelte Taten belegen das. Unterwirf den Meister und die Schülerin wird ihn retten wollen. Das sehe ich kommen. So, schön, schön. Also, genau, Reise nach Hutta. Dann tun wir das beim nächsten Mal. Bis dahin, stay frosty. Bye, ciao. Bye.